Wer glaubt, dass der grenzenlose Solidaritätsdurst der Ukraine und ihres korrupten Oligarchenpaten Zelensky mit ein paar Panzern aus Deutschland gestillt wäre, die Sache damit abgetan, der irrt gewaltig. Mehr Waffen, noch mehr Waffen, noch mehr Krieg, noch mehr Blut, noch mehr Solidarität, noch mehr Untergang. Das sind doch die gebetsmühlenartigen Vorträge aus Kiew, die aggressiven und zugleich überheblichen. Gestern wollten sie ja nur unseren Wohlstand. Heute wollen sie Panzer. Morgen die Kampfjets und U-Boote. Und übermorgen eure Söhne und Enkelkinder. Das ist am Ende die wahre, die einzige wesentliche Solidarität, die uns Zelensky auf dem Weg in den dritten Weltkrieg abverlangen will. Solange er das bekommt, also die Teilnahme Europas an seinem Krieg gegen Russland, wird der ausgefressene Quälgeist in Waldgrün keine Ruhe geben. Und er hat Verbündete, Spione in unseren Reihen, die das Geschäft der Ukraine machen, statt Verantwortung für die eigenen Länder zu übernehmen. Moralisch sich selbst überhöhende Journalisten, die in ihrem Leben nie gedient haben, und Lobbyisten, deren Kassen klingeln, jubeln, denn der Rubel bzw. der Dollar rollt, der Krieg geht weiter, das Schlachten kennt kein Ende. Und solange es eben verantwortungslose Vaterlandsverräter, Spione, Kriegshetzer, geschmierte Zelensky-Marionetten und blutrünstige Opportunisten in Regierungsämtern gibt, die Unsinn, diese aussichtslose Gewaltspirale hetzen, werden auch die unbedarften Bürger Europas diesem Krieg ausgesetzt werden. Die Gier nach der totalen Eskalation ist groß und verständlich. Der Krieg hat Lobbyisten, der Frieden eben keine. Das ist eben die logische Folge jenes Weges, den Deutschland und die europäischen NATO-Staaten nun gegangen sind. Und es ist eben nur mehr ein verdammt kleiner Schritt, der den gesamten Kontinent in einen fürchterlichen Krieg verwickelt. Mit dem heutigen Tag ist klar, Europas NATO-hörige Regierungen haben ihre eigenen Völker verraten, die eigene Sicherheit aufs Spiel gesetzt, den Frieden in den eigenen Ländern riskiert. Die Frage ist jetzt nur, ob sie für diese Katastrophe irgendwann die Verantwortung übernehmen. Denn auch ein in Trümmern liegendes Europa wird die Täter nicht aus der Verantwortung entlassen. Dies zum aktuellen Zeitgeschehen über den Ukraine-Krieg in meinem neuen Buch »Der perfekte Untertan«, das Aufklärungsbuch, das verhindern soll, dass wir am Ende die geschlachteten Schlafschafe sind. Viel Spaß beim Lesen und ich freue mich über eure Kritik.